Ja, vielen Dank dir für den hochspannenden Vortrag. Der lässt mir als Respondenten nicht viel Möglichkeit zu einer stark kritischen Auseinandersetzung, sondern es wird eher eine sehr konstruktiv und anknüpfende Auseinandersetzung werden mit dem, was du gesagt hast. Ich fand es sehr überzeugend, wie du digitale Souveränität und Bildung als eine regulative Idee eingeführt hast. Die Bildungshandeln, aber ja auch das konkret alltägliche Handeln informiert, ohne dabei jemals vollumfänglich erreichbar zu sein. Ich fand es auch sehr, sehr plausibel, wie du bestimmte Fehlentwicklungen in den Konzepten beschrieben und kritisiert hast. Gerade die Punkte mit der, das habe ich mir so zusammengefasst, mit der Kritik an der unkritischen Anpassung. Wenn der Digitalkompetenzerwerb nur der Anpassungsfähigkeit der Subjekte dienen soll, dann wird Bildung zu etwas Unkritischem und zu einer Bildung zur Kritikunfähigkeit. Der Punkt war mir sehr plausibel. Genauso war mir sehr plausibel die Kritik an der Ausblendung von Strukturen und von Sozialität, da wo das passiert ist. Und grundsätzlich auch große Sympathie für den Pro-Punkt, nämlich die Gebrochenheit, die Fragmentarität nach Henning Luther. Ich glaube, Alexander Filipowitsch, du hattest Ähnliches erzählt, das in den Souveränitätsbegriff zu integrieren. Fragmentarität und Sozialität dann über den Solidaritätsbegriff zu integrieren. Da müsste ich noch mal länger drüber nachdenken, aber es zu integrieren, finde ich auf jeden Fall eine sehr gute und weiterführende Idee. Dann zwei positive Punkte unterstreiche ich noch, dann kommen vier zum Weiterdenken. Die zwei positiven, die ich sehr unterstreichen wollte, war noch, dass du nochmal herausgehoben hast, dass jede Bildungstheorie und jede Bildungspraxis implizit mindestens schon einen ethisch reflektierbaren Horizont hat, in dem Bildung nämlich immer irgendeiner Form des guten Lebens dienen soll. Und dann ist meines Erachtens ja nur die Frage, inwiefern diese Vorstellung vom guten Leben nun auch tatsächlich explizit genannt wird und der Reflexion und dem Zugang und dem Diskurs zugänglich wird, oder inwiefern die nicht in manchen Bildungsprogrammen einfach implizit bleibt und so nicht dem Diskurs und so zunächst erstmal nicht dem Diskurs zugänglich ist. Ich teile auch die Beobachtung, dass es da so ein dass es ein Misfit gibt zwischen dem Hype um digitale Ethik und ja witzigerweise auch dem Hype, Digitalkompetenz in der Ethik zu fordern. Mir fiel ja als allererstes Kate Ott ein, deren Christian Ethics for Digital Age ja in der Forderung nach Digital Literacy, also im Prinzip nach einer Digitalkompetenz endet, und dass das ganze Programm bleibt und damit der Kern der digitalen Ethik hier eine Tugendethik ist. Aber damit die Frage offen bleibt, wo ich denn eigentlich diese Tugenden erwerbe. Und dann hängt sozusagen die Ethik ja tatsächlich mit offenem Ende da, wenn, wie du beschrieben hast, in Bildungsprogrammen diese Notwendigkeit des Kompetenzerwerbs gar nicht so stark aufgegriffen wird, wie man das beim Blick in den Hype um die digitale Ethik vermuten konnte. Von daher da noch eine Unterstreichung. Und dann habe ich vier Punkte zum Weiterdenken. Die vier Punkte zum Weiterdenken betreffen die Strukturfrage, die Kritik der Anpassung, die Infragestellung der Subjektivität und die Akzeptanz von Fragmentarität. Das klingt viel, aber ich mache es kurz, sodass ich es trotzdem insgesamt, glaube ich, noch in unter 15 Minuten gut schaffen werde. Mir ist in der Diskussion sehr plausibel, da, wo es ganz stark um individuellen Kompetenzerwerb geht, zu kritisieren, dass die Dimension Sozialität oder Strukturen fehlt. Mir ist in der ethischen Debatte die Unterscheidung von Individualethik einerseits und Sozialethik andererseits, da wo es um materialethische Fragen geht, gar nicht mehr so plausibel. Weil in dem Moment, wo ich bei einer materialethischen Frage bin, ich doch eher mit von einer individualethischen Dimension und einer sozialethischen Dimension sprechen muss.
weil ich die individuellen und die strukturellen Fragen noch gar nicht so leicht auseinanderkriege. Und das ist an der Stelle auch mein Punkt zum Weiterdenken, weil ich da es interessant finde, nicht entweder über individuelle Kompetenz nachzudenken oder um Strukturfragen, die dann politisch zu adressieren wären, was du vielleicht auch gar nicht so gemeint hast, sondern um den Schnittpunkt von beiden. Also darum, wie sich die Strukturen in der Praxis von Individuen auffinden lassen. Und da jeweils zur Anwendung kommen. Also mit dem praxistheoretisch eingefahrenen Beispiel, ich gucke bei der Struktur nicht auf die allgemeine Regel oder die allgemeine Erwartung, die gesellschaftsweit gilt, sondern frage auf die konkrete Digitalpraxis bezogen, wie bringen Individuen denn diese Struktur hier tatsächlich auf eine Weise zur Anwendung, die diese Struktur reproduziert? Dann habe ich nämlich einen Zugriff, der bei der individuellen Kompetenz, bei dem individuellen praktischen Wissen ansetzt und damit zugleich Strukturierungsfragen adressiert. Zwar nicht auf der großen politischen Ebene, aber doch insofern, als Strukturen ja auch immer solche sind, als sie von individuellem Handeln reproduziert und mit einer kollektiven Bedeutung versehen werden. Von daher finde ich da den Punkt nochmal interessant, bei der Praxis der Individuen, über die Praxis der Individuen auch auf die Strukturfrage zuzugreifen. Den Punkt mit der Anpassung, den hattest du, wenn ich das richtig verstanden habe, in der Kritik eines der Papiere gebracht. Der wirft für mich erstmal eine spannende und offene Frage auf. Einerseits bin ich sehr dabei und unterstütze das sehr, so eine einfache Form der Anpassungskompetenz. Also als würde Bildung zur Digitalkompetenz nur heißen, Menschen dazu zu befähigen, sich immer wieder dem neuesten Hype, immer wieder der neuesten Forderung vom Arbeitsmarkt nur umso besser anzupassen. Das würde ich auch kritisieren. Es wirft für mich aber die offene Frage auf, wie ich die Kritikkompetenz, die gegenüber diesen Anpassungsforderungen nötig ist, zusammenbringe mit dem Realismus, der die Subjekte jeweils immer schon eingeordnet sieht in eine gesellschaftliche Praxis. Also ich kann sozusagen ja viel an Kritikkompetenz ausbilden, dass ich jetzt die großen GAFA-Konzerne des Internets kritisieren kann. Solange ich aber mich im Alltag dann trotzdem einfach nur anpasse und es keinen Link zwischen der großen Fundamentalkritik des digitalen Kapitalismus auf der einen Seite und dem individuellen Handeln gibt, bleibt diese Kritik ja im individuellen Handeln, in den Praktiken, auf die auch ein Bildungshandeln zielen könnte, wirkungslos. Und spannend finde ich, wie sich das so balancieren ließe, dass das nicht wirkungslos bleibt, also dass eine Kritikkompetenz auch einen tatsächlichen Unterschied macht in Praktiken. Das war der Punkt zur Anpassung. Dann bei der Infragestellung der Souveränität. Das war mir sehr, sehr plausibel. Da würde ich gerne weiterführend noch darüber reden, nicht nur über die Infragestellung der Möglichkeit von Souveränität, sondern auch über das Zustandekommen von Subjektivität. Wenn ich auf konkrete Social-Media-Praktiken oder Internet-Praktiken gucke, muss ich doch sagen, das sind Praktiken, in sich schon eine spezifische Form von Subjektivität konstruiert wird. Also von Instagram über Facebook bis hin zu TikTok. Wenn ich da auf die Nutzungspraktiken gucke, dann setzen die mich als nutzende Position auf die Subjektposition von jemandem, der ständig gefragt ist, zu beurteilen, Geschmacksurteile zu fällen. Und das geht der Souveränitätsfrage meines Erachtens voraus.
dass eine Form von Subjektivität, eine Art von Subjektivität in diesen Praktiken konstituiert wird, in denen ich immer Urteilendes, und zwar nach ästhetischen Kriterien, gefällt mir nicht, Urteilendes bin und in denen ich ständig nach meiner eigenen Meinung gefragt bin. Und diese Konstitution von Subjektivität, das, was sozusagen Foucault vermutlich eine Auswirkung von produktiver Macht nennen würde, diese Konstitution von Subjektivität, die finde ich als Grundlage für Souveränität an der Stelle interessant. Und dann finde ich, muss man, will ich beim Souveränitätsbegriff aufpassen, dass der nicht auf so einer spezifischen Konstitution von Subjektivität beruht. Also über eine Bildung nachdenke, die Souveränität fördert, dann kann es ja sein, dass es eine Souveränität ist, die mich als urteilendes Subjekt souveräner macht. Und mein Ziel wäre sozusagen eine Spur tiefer anzugreifen und in Frage stellen zu können, ob ich als Subjekt denn immer ein urteilendes Subjekt sein muss und ob es nicht andere Formen von Subjektivität gäbe, die viel menschenfreundlicher sind oder die mit deinem an der Stelle verwendeten, finde ich, sehr, sehr guten, trefflichen Begriff vom guten Leben oder vom Human Flourishing, dem viel stärker dienen würden, wenn ich nicht als Subjekt ständig angesprochen wäre, Geschmacksurteile fällen zu müssen oder meine Meinung äußern zu müssen. Das ist der Punkt zur Souveränität, also da, ob es erfolgversprechend sein könnte, noch tiefer anzugreifen. 3 Minuten noch oder 3 Sekunden? Ja, 3 Minuten wären gut. Letzter Gedanke. Fragmentarität finde ich großartig. Da ist die entscheidende und dann die hochspannende und zu diskutierende Frage, finde ich, welche Fragmentarität? Nämlich, welche Fragmentarität gilt es auszuhalten und welche Fragmentarität gilt es zu bekämpfen? Für welche Fragmentarität gilt es, Prothesen zu entwickeln sozusagen, und welche Fragmentarität gilt es auszuhalten? Das waren mehr anknüpfende Fragen oder Weiterdenkendes, und ich hoffe, du hast rausgehört, wie viel Zustimmung zu vielen, vielen Punkten sich auch in dem Weiterdenken ausgedrückt hat.